Was ist für mich Familie? Was ist für mich Was Familie? Bedeutet für mich Was Familie? Was ist eigentlich Familie? Familie? Was ist für mich Familie? Zuerst bei man, jak Familie. Ich komme aus Afghanistan. Ich wohne in Schweden. Meine Mutter hat eine Tattoo gemacht. Ich komme in Deutschland. Meine Mutter hat für mich gesagt, gute Reise. Nächste Jahr oder nächste Mal. Komm, ich gucke, dein Tattoo hier da oder nicht. Vater, Schwester, Bruder, Oma, Mutti, Vater, meine Mama, Papa, Großeltern, Freund, Familie. Ich weiß nicht, ist für mich irgendwie ein Begriff, den man meiner Meinung nach schwer definieren kann. Ich bin der Ansicht, dass nur weil man dasselbe Blut teilt, mehrere Menschen zusammen noch lange nicht zu einer Familie werden. Meine Familie ist meine Mama, mein Papa, meine zwei Brüder und meine zwei Schwestern. Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt und ich sie nur einmal umarmen kann. Familie ist für mich Zuhause und zu Hause verbinde ich irgendwie immer damit, dass dieser eine Bierschinken und die 3/8 Milch im Kühlschrank zu finden ist. Wenn ich Problem habe oder traurig bin, sind sie für mich da. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sagt mir mein Papa und mein Bruder, wie ich es wieder gut machen kann. Die Kette mit der Flagge trage ich vor mein Heimat und Familie. Hier in Deutschland habe ich eine neue Familie. Freund werden zu Bruder. Wenn ich an Familie denke, kommt mir sofort das Musikmachen in den Sinn. Wenn wir zusammen spielen, bin ich sorglos. Familie macht glücklich und Musik macht frei. Gibt es eine bessere Kombination? Also, Familie, das sind die Menschen, die man für das liebt, was sie sind und die einen für das lieben, was man selber ist. Familie bedeutet für mich gegenseitige Liebe und vertrauensvoller Zusammenhalt. Wenn der Christbaum steht und leuchtet, fängt meine Oma an zu singen. Dies wiederum kann meine Mama gar nicht leiden. Deshalb formen wir die Texte so um, dass kompletter Quatsch rauskommt. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns doch alle lieb, haben Spaß und sind in schweren, komplizierten Situationen füreinander da. Ich unternehme oft Sachen mit meinem Vater, wie zum Beispiel Fußball gucken. Wir beide lieben den Fußball, nur dass jeder seinen Lieblingsverein hat. Wenn Hertha gegen Bayern spielt, giften wir uns oft an, was sich aber nach dem Spiel widerlegt. Jedoch, wenn Deutschland spielt, fiebern wir gemeinsam dem Sieg entgegen. Manchmal, wenn ich an meine Familie denke, erinnere ich mich an die Zeiten, in denen ich und meine Familie mit unserem Auto zu meinen Großeltern fahren. Obwohl ich nicht mit meiner Familie bin, ist die Familie das Wichtigste, was ich habe. Zurzeit bin ich in Deutschland und sehr weit weg von meiner Familie. Manchmal denke ich an mein Land Syrien. Manchmal wünsche ich mir die Welt 5 Jahre zurück. Manchmal denke ich, die Menschen neben mir sind wie meine Familie. Und manchmal finde ich auch eine Frau wie meine Mama, die mir gibt, was ich brauche. Zum Beispiel Zärtlichkeit. Manchmal finde ich auch einen Mann wie mein Vater, zum Beispiel mein Betreuer. Und diese Menschen sind jetzt neben mir, hilft mir hier in Deutschland zu leben. Wenn diese Menschen neben mir sind, fühle ich mich nicht einsam. Familie bedeutet für mich Heimat. Und Heimat ist für mich der Wald, da ich am Waldrand wohne. Immer wenn ich nicht zu Hause bin und einen Wald sehe oder durch einen Wald spazieren gehe, muss ich an meine Familie denken. Ich finde, Familie sollte so zusammenhalten wie die Wurzeln von einem Baum. Ja,